Wenn du nach einem Partner suchst oder mit einem Partner zusammen sein möchtest, der ein richtiger Mann ist an deiner Seite, der dich unterstützt, der für dich da ist, dann ist es so wichtig, mit diesen Sachen zu arbeiten. Wenn du Töchter hast, ist es wichtig, dass sie das lernen. Leider kommen wir fast alle Frauen aus einer Erziehung, wo die Mütter keine schöne Ehe hatten und ihre Töchter motivieren, Gas zu geben, Geld zu verdienen, selbstständig zu sein, sich bloß nicht von einem Mann abhängig zu machen, denn er könnte es ausnutzen und dann hast du kein schönes Leben. Das Problem ist nur, wenn ich als Frau, klar, von der einen Seite geil, ich verdiene mein eigenes Geld, ich bin frei, ich kann tun, was ich möchte, nur wenn ich zu viel in meiner männlichen Energie bin, wie soll ich denn da einen richtigen Mann anziehen? Es sollte und darf einen Ausgleich geben, ja? Ich darf in meiner männlichen Energie sein, aber auch in meiner weiblichen Energie, dass ich sie diese zulasse. Wir lernen es schon in der Schule als Frauen, als Mädchen, dass wir geben müssen, diszipliniert sein müssen, ja, manchmal auch dieser Ellenbogenkampf erreichen. Viel männliche Energie. Die Ausbildung, das Studium, ich muss was erreichen, Geld verdienen, was aufbauen. Wenn ich das aber so gewohnt bin und mein ganzes Leben so vorgehe, dass ich immer nur mache, mache, gebe, 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 kann ich keinen Mann anziehen, der mir gibt, sondern einen, der mir noch mehr Lasten aufbürdet. Das heißt, dann hat man die Kinder, dann hat man das Finanzielle, dann hat man das alle oder viele Aufgaben, die die Frau dann alleine macht. Und wie vielen Frauen geht es so, dass die es alleine machen und dass der Mann kein richtiger Mann. Also ich beschimpfe hier gar keine Männer. Er ist trotzdem ein Mann. Aber die Qualitäten der männlichen Energie, die sind nicht ausgeglichen bei diesem Mann, weil sie bei mir nicht ausgeglichen sind. Und wir können nur Männer oder Frauen anziehen, die passend zu unserer Energie sind. Und deshalb ist es so wichtig, an meiner Energie zu arbeiten. Ich brauche keinen Mann, der mir noch mehr Lasten aufbürdet, weil ich es so gewohnt bin, dass ich geben muss, geben, 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 geben.